Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich heute mal etwas dran gesetzt und mein eigenes Texture Pack erstellt. Und ja, das wollte ich euch heute mal zeigen, vorstellen und zeigen, wo man das downloaden kann. Also, das Texture Pack kann man auf meiner Homepage, auf meiner offiziellen Homepage von meinem YouTube-Channel auf www.disco100pogo.npage.de downloaden. Weiter. So. Die Werbung schließen wir, das schließen wir jetzt auch. So, und dann geht ihr auf den Raster hier. Mein Minecraft Texture Pack. Und ja, das hier ist jetzt erst die erste, wirklich die erste Version von meinem Minecraft Texture Pack. Also die erste Version, da habe ich jetzt nur die Monster ein bisschen umgeändert, verbessert und so. Also die Monster habe ich dann ein bisschen verbessert. Aber in der zweiten Version werde ich auch noch andere Sachen verbessern, also zum Beispiel Terrain, also Steine oder das Gras, also das werde ich in der zweiten Version auch noch verbessern. Also, ihr geht auf den Raster Minecraft Texture Pack und klickt dann hier auf bei zum Download Texture Pack, macht ihr den Klick auf Klick. Da. Dann öffnet sich dieses Fenster. Entweder könnt ihr jetzt die Datei öffnen oder speichern. Und dann klickt ihr auf OK. Und dann kopiert er diesen ganzen Ordner. Nee, auf gar keinen Fall einpacken, sonst funktioniert es nicht. Den kopiert er diesen Ordner in. Also ihr könnt das ganz einfach machen. Ihr könnt in den Ordner kommen, wo die Texture Packs drin sind, könnt ihr ganz schnell hinkommen, wenn ihr Prozent App Data Prozent hinschreibt, bei wenn ihr Windows-Taste und R macht und dann Enter drückt. Dann kommt ihr auch schon nach App Data Roaming und da gibt es den Ordner Punkt Minecraft. Da gibt es nochmal den Ordner Texture Packs und da sind eure ganzen Texture Packs drinne. Da kopiert ihr einfach das gedownloadete, kopiert ihr einfach hier in diesen Ordner und dann startet ihr Minecraft und ja, wir sehen uns in Minecraft. Ja, nun bin ich in Minecraft. Ich habe die Version 1.5.1. Bei euch sollte das eigentlich genauso aussehen, wenn ihr diese Version habt. Sonst müsst ihr hier bei den älteren Versionen, glaube ich, hier noch ein Raster sein mit Texture Packs. Aber bei der 1.5.1 Version geht ihr auf Optionen, Texturenpakete und wählt da einfach eigenes, einfach bearbeitet Windows aus. Also das ist mein Texture Pack. Klickt auf Fertig. Und dann, wenn ihr das angewählt habt, seht ihr hier hinter schon. Das Design hat sich verändert. Das sieht cool aus, oder? Hier, ihr seht's. So. Aber machen wir nun mal den Praxistest. Gehen wir in die Testwelt, wo ich dieses Texture Pack ausprobiert habe. Also wir sehen hier schon mal, diese Spinne hier ist blau. Die Schweine habe ich ein bisschen da angemalt. Und wenn wir hier jetzt noch irgendwo gibt es ja die Zombies, die habe ich auch. Aber in der zweiten Version werde ich natürlich auch noch die Monster ein bisschen verbessern. Und habe ich den Zombie überhaupt? Oh ja, ich habe ihn verändert. Der hat an der Seite so, ihr seht das schon. Ich gehe mal von ihm an der Seite da. Da, ihr seht das, diese, oh, das ist so laut. Ihr seht schon an der Seite da,
vom Kopf nach vorne, dass da so Punkte sind. Ja, und hier haben wir die wunderschönen Creeper. Sehen noch geil aus, oder? Ich finde, die sehen geil aus. Und wir wollen sie mal explodieren lassen. Komm hin! Ja, sie explodieren noch wunderschön. Ja, die sehen doch auch geil aus, die Creeper. Und ja, was habe ich denn? Ja, die Spinnen, die habt ihr eben schon gesehen. Die Spinnen, hier sind noch so diese Dingselbumsels Ballermännchen. Hier sind auch noch zwei Spinnen, hier sind auch noch ein paar. Also diese Skelette habe ich jetzt nicht verändert. Aber die werde ich natürlich in der nächsten Version auch noch verändern. Das hier ist jetzt erstmal nur so eine Beta-Version. Also hier habe ich noch nicht so viel verändert. Aber es wird natürlich das Texture-Pack, es wird noch super, super geil. Es wird richtig noch realistisch werden. Also ich werde hier noch also die Klötzchen hier verbessern alles. Also im Crafting, in der Crafting-Box habe ich auch ein bisschen was verändert. Werde ich aber natürlich auch noch viel besser verbessern. Hier steht nämlich Crafted. Yep. Also in der zweiten Version werde ich alles super, super, super verbessern. Das werde ich echt super, 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 super verbessern. Das wird noch richtig, richtig geil werden. Also macht euch auf was gefasst. Wenn ihr es erstmal ausprobieren wollt, wie das jetzt so in echt aussieht, dann geht auf meine Homepage. Ihr habt ja eben gesehen, wie man das downloadet. Aber ich sag euch, die zweite Version wird noch richtig, 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 richtig geil werden. Also ja, die wird richtig geil werden, die zweite Version. Das hier ist erst eine Beta-Version, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, wollte ich einfach nur mal zeigen, diesen Mine Texture Pack. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch mal, was ihr nicht so gut an meinem Texture Pack findet und was ihr gut an meinem Texture Pack findet. Schreibt das doch mal in die Beschreibung. Dann kann ich in der zweiten Version auf eure Tipps, Verbesserungsvorschläge zurückgreifen, kann es dann verbessern. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, bewertet es natürlich positiv. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet es negativ. Und wenn ihr Bock habt, abonniert mich. Kommentiert, ja, abonniert mich. Und ja, ciao, bis bald. Euer Disco 100 Pogo. Ciao.